Wie funktioniert eigentlich der Rollenfreilauf eines Starters? Hier sehen wir, wie der Starter das Ritzel antreibt, was anschließend ins Schwungrad des Motors geht. Wenn der Motor eine höhere Drehzahl erreicht als der Starter selber, kommt es zu einem Rollenfreilauf. Dieser unterbricht den Kraftschluss zwischen Ritzel und Freilauf. Das zeige ich mal in der nächsten Animation. Hier sehen wir, wie die Kugeln durch die Fliehkraft gegen die Federkraft in eine hintere Ecke getrieben werden und das Ritzel nun frei drehen kann. Es ist nicht mehr kraftschlüssig mit dem Freilauf verbunden. Dies ist notwendig, damit der Motor durch die hohen Drehzahlen nicht den Elektromotor des Starters beschädigen kann. Um nochmal den Vergleich zu dem Freilauf gerade eben zu sehen, sehen wir nun, wie die Kugeln vorne fest mit dem Freilauf verbunden sind. Es ist so also ein Kraftschuss vorhanden durch die Kugeln.